Ja, einen wunderschönen guten Tag wollte ich gerade sagen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vulkanoids. Wir haben herausgefunden, wie das Ganze funktioniert hier in der letzten Folge. Und wollen jetzt mal gucken, dass wir quasi ein paar Missionen noch machen. So, die erste Fahrt. Jetzt, da das Grillschiff in dem besten Zustand ist, können wir an einen anderen Ort fahren. Verwende das Bedienfeld und fahre zur nächsten Landestelle. Jedes Mal, wenn du irgendwo reisen möchtest, funktioniert es auf diese Art. Wenn das Drillship über die erforderliche Aufwertung verfügt, erreichst du neue Bereiche. Pass nur auf, dass ein Ort nicht durch ein aufgetauchtes Cockdrillship blockiert wird. Wähle in diesem Fall eine andere Stelle. Gut, das heißt, wir können jetzt unter Tage reisen. Das machen wir mal. Befehle den Drillship abzutauchen, ziehe den Abtauchhebel beim Kessel. Das ist der hier, den hatten wir ja schon benutzt. Den ziehen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, was passiert. So, wir tauchen unter. Oh mein Gott. Gut, also wie gesagt, letzte Folge haben wir ein bisschen uns reingearbeitet, reingefuchst in die ersten, ja, Schritte, die wir gemacht haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen irgendwo hinreisen. So, die erste Fahrt. Wo fahren wir denn hin? Mal gucken. So, verwende das Steuer beim Drillship-Kessel zur Steuerung. Das ist das hier. So, gut. Klicke auf einen Ort auf der Untergrundkarte zur Fortbewegung. Begib dich zum Ziel. Rotes Symbol. Klicke auf die Schaltfläche an der Oberfläche. Rotes Symbol, Tunnels. Ist das? Huch, nein, ich wollte... Warte mal, klicke auf einen Ort auf der Untergrundkarte. Ach, das ist die Oberfläche. Okay, Höhlen, Tunnels. Oh Gott, wie viele Höhlen gibt es denn da? Wie komme ich denn wieder in die andere Ansicht? Reise zum Landeplatz, sichere Felder. Achso, da habe ich jetzt hingeklickt. Okay, da fährt jetzt hin. Man kann das auch mit der Maus steuern. Das ist ja super. Ah, Auftauchvorgang. Okay. Das heißt, wir tauchen wieder... Wow, wir tauchen wieder auf. Okay, das ist ja mega. Das ist einfach so... Okay, wir sind auf jeden Fall auf diese Insel anscheinend ja begrenzt, ne? Aber wir können ja unterirdisch wahrscheinlich auf andere Inseln noch hin. Weil, da kommt jemand. Ein Roboter, ich sehe ihn schon. Der läuft da. Wir müssen auch gucken, wie wir uns heilen, ne? Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Da müssen wir mal schauen. Oh, da wird schon geschossen. Da bin ich auch gleich mal mit dabei. Unser Schiff wurde geschützt durch unser... Oh nein. Huh, wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! So, alles nehmen. Wie cool er da liegt, so. Ja, Mann. Jo, alles klar. Er hat auf jeden Fall das Leben verstanden. So, und hier vorne wurde ja anscheinend noch jemand erschossen, ne? Wo liegt der denn? Unser Chip hat ja irgendwie hier quasi jemanden erledigt. Ich weiß noch nicht, wo der liegt. Weil ich habe den hier laufen sehen vorhin. Wo auch immer der sein mag. Okay, anscheinend ist er nicht da. Gut, vielleicht ist er auch gedroppt. Beziehungsweise nicht gedroppt, sondern hat sich aufgelöst. Gut, kontaktiere den Captain. Ah, was will er denn jetzt schon wieder? Der Captain. Ja, Captain. So, let's get some equipment. Will you help you? Okay. So, wir müssen also Medikits nehmen, oder was? Ah, Sprühpflaster. Ach, so können wir uns hier heilen. Stimmt ja. Nimm Kohle. Alter, was ist denn hier los? Schon wieder. Da. Ja, Mann. Okay, hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los.
Ich nehme alles mit, was wir haben. Aber gut, solange unser Schiff ja beschützt wird, ist das ja eigentlich im Prinzip erstmal egal. Muss ich ja nicht mal rausrennen. So. Schwarzpulver herstellen. Machen wir 3 Stück. 2, 3. Dann stellen wir mal eben Sprühpflaster her. Hier. Kupferrohr brauchen wir dafür. Sprühpflaster. So. Das Schwarzpulver ist auch fertig. Können wir das nehmen. Revolvermunition müssen wir noch herstellen. Hier. Und die Sprühpflaster. Die landen die jetzt eigentlich direkt bei uns im Inventar? 5. Okay, 5 ist maximal stacken. Munition hergestellt. Nochmal Munition herstellen. Jawohl. Ja, das landet direkt ins Inventar. Okay, also nicht im Lager. So, Cock, Drillship überfallen. Wir brauchen fortschrittliche Cock-Technologie, die wir nicht selbst produzieren können. Überfalle ein Cock-Drillship und nimm alles Nützliche aus seinen Frachtmodulen. Cock-Drillships sind spezialisiert und du findest immer die meisten Gegenstände eines Typs in Drillships mit einer bestimmten Funktion. Dies bedeutet, dass die meisten Produktionsgegenstände in Cock-Drillships für Produktion gefunden werden. Die Karte zeigt weitere Informationen dazu, wo spezielle Drillships zu finden sind. Ah, das sind diese Symbole. Gut. In 5 Minuten ist eh Ausbruch. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch groß auf Tour gehen möchten. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich heile mich mal mit der 4. Wie nutze ich das? Ich sprühe einfach mal meinen Arm voll und dann geht's mir wieder gut. Das ist sehr schön. So. Ich frage mich, wie wir unsere Rüstung quasi wieder... guck mal hier. Alles nehmen. Ich frage mich, wie wir unsere Rüstung wieder verbessern. Oder beziehungsweise wieder aufleveln oder voll machen. Da ist das Drillship. Das wird wahrscheinlich nicht alleine sein. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Roboter rumlaufen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, gleich erstmal ins Schiff wieder zurück, weil, wie gesagt, Vulkanausbruch in 4 Minuten, knapp 4 Minuten. Und, weil der Weg ja auch so weit ist, ob es wohl später auch Fahrzeuge gibt, also so Landfahrzeuge, die man sich dann irgendwie... Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Ob man irgendwie vielleicht da ein bisschen mobiler ist? Das würde ich gleich alles abbauen da hinten. Oh, der hat uns gesehen, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, der hat uns gesehen. Der da hinten hat es nicht mitgekriegt. Okay, ich dachte, der wäre schon tot. So, alles nehmen. Schrotflintenmuni, habe ich das richtig gesehen? Ja, Schrotpatronen. Okay, unser Schiff wird angegriffen, aber ich glaube, das wird ganz gut verteidigt. Wir haben ja noch Munition drin. Da müssen wir drauf achten, dass wir das immer in Dings halten. Drillship beschädigt. Ist nicht schlimm. So, dann bauen wir mal ein bisschen was ab hier. Mach das jetzt mal neben der Mission. Einfach mal ein bisschen was sammeln und looten. Was kann da nicht verkehrt sein. So. Weil wir brauchen das ja, die Ressourcen. So, da hinten laufen welche rum. Oh, ich freue mich schon auf die anderen Waffen, die es so geben wird. Und wie es so... Oh, das ist natürlich nicht gut. Bei der Kamera ist ausgefallen. Also jetzt nicht ausgefallen, sondern der Akku ist, glaube ich, alle. ja. Das, ja. Dann würde ich sagen, dann muss ich den Akku tatsächlich mal wechseln. Gut. Ist ja nicht so schlimm. Macht ja nichts. Dann müssen wir halt den Rest der Folge quasi einfach ohne Kamera weitermachen. Ist ja nicht so schlimm. Und zack, plötzlich war das Bild weg. Aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja noch da. Ist nur halt jetzt ohne. Also, ihr seht mein Gesicht nicht. Reicht doch. Ich bin sowieso nicht schön und hübsch. Die hässliche Kackbratze braucht ihr nicht unbedingt sehen. Also mich. So. Gut. Cool, Rektol. Okay. Da ist auch noch jemand. Also haben die doch mit 2-mal unser Schiff angegriffen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir quasi darauf achten, dass wir immer reparieren. Oh. Solange wir unser Reparaturkit haben, ist alles gut. 90, das können wir auch reparieren.
Dann machen wir das mal direkt. Okay, den brauchen wir nicht reparieren. 92. So. Ich frage mich, ob man das irgendwo sieht, wie viel dieses Dings noch hat. Also hier unser Reparaturkit. Das wäre mal interessant zu wissen. Gut, ich mache schon mal die Tür zu. Wir müssen eh abtauchen jetzt. Weil in einer Minute geht's los. Oder knapp eine Minute. Und ja. Gut. Ja, das mit der Kamera ist ja witzig. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, die Folge geht ja weiter. Da ist ja jetzt halb so wild. So. Das heißt, ich würde sagen, wir werden mal... Genau, mit dem Dings kannst du auf die Oberfläche sehen. Das ist ganz toll. Meine Frage ist jetzt, ich würde ein bisschen was herstellen noch. Wir haben, wie viel Munition haben wir denn noch? 92 für die große. Ich finde mal, dreimal geht maximal Schwarzpulver. Ich würde die nochmal herstellen. Nochmal 100. Und dann die nochmal und dann nochmal die, damit wir nochmal 200 haben. Ist ja mal ganz gut. So. Genau, dann passt das ganz gut. Dann landet das jetzt im Inventar. Sehr schön. Und dann packen wir das nämlich direkt rein. So, 292, nice. Modulsteuerung haben wir. Richte dein eigenes Modul-Layout ein, das aktiviert wird, wenn der Hebel Load betätigt wird. Öffne die Sicherung und betätige den Hebel Save, damit in einem Layout nur die gewünschten Module geöffnet werden. Lege ein angepasstes Symbol fest, damit du ein Layout besser erkennen kannst. Der Gegenstand bietet mehrere Platzierungsoptionen, einschließlich einer Festmontage. Mit dem Mausrad kannst du die gewünschte Version wählen. Okay. Das kann ich stacken. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ich ausstacken. Ich frage mich, wie viel Platz man da wohl drin hat. Also wie viel da maximal wohl reingeht. Roboterkopf. Beschädigter Kopf kann für Forschung verwendet werden. Das ist ja interessant. Noch ein Kopf. So, die Kupferrohre würde ich da reinpacken. Die Barren. Die Platten. Kohle. Dann haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ah, wir haben noch mehr. Ah, okay, wir haben noch mehr Plätze. Ach so. Okay, alles klar. Gut. Stapeln, alles klar. Gut, sehr schön. Sind wir wieder oben? Ich glaube, wir sind an der Oberfläche. Sind wir an der Oberfläche? Nein, wir müssen wieder nach oben. Ich überspringe das mal. Denn... So, wir müssen ja noch ein bisschen was sammeln, ne? Das ist voll witzig, dass das so... Ich überspringe das jetzt einfach mal. So, hier oben ist unser Geschützturm und alles. Was ist hier eigentlich? Ach, hier ist nochmal ein Lager. Das ist ja toll. Okay, dann haben wir jetzt maximal an Munition. Kupferhülsen, die würde ich unten mit reinpacken. So, den Schrott packen wir auch hier unten rein, den Kopf und so. Ganz ehrlich, das, was wir nicht brauchen, das packen wir erstmal weg. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir sehen zwar nicht viel, aber ich würde zum Drillship von denen gehen und schauen, ob wir da vielleicht den Konverter und die Pumpe bekommen. So. Es windelt ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. So. Gut. Was ist hinterm Berg, glaube ich? Ich versuche mal hier drumherum zu... Ich hoffe, das klappt. Oh, ich höre einen Roboter. Ich frage mich, ob das die einzigen Gegner sind oder ob es da noch irgendwie andere wohl später gibt. Okay, wir kommen unserer Sache schon mal näher. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die einen Geschützturm haben an ihrem Drillship. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So. Okay, lass mal schauen. Ja, ich weiß nicht genau, wie weit diese Folgen hier kommen, wie regelmäßig. Also habt da jetzt nicht so den... habt da jetzt nicht so das Verlangen...
Oder rechnet man nicht damit, dass hier regelmäßig irgendwas kommt? Wie gesagt, immer wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich was aufnehmen. Kann ich einfach reingehen? Wie komme ich denn da? Oh, Alter, Alter, Alter. Oh, die sind aber ein bisschen stärker, glaube ich. Kann das sein? Oh nein, ich muss nachladen. Warte mal eben. So, dann heilen wir uns mal eben schnell. Dann sammeln wir alles ein. Alles nehmen. Vorsichtshalber nochmal die Kanone. Kann ich das irgendwie mit einer Taste machen? Ah, mit E. Okay. So, die Frage ist, wie komme ich da rein? Muss ich das hiermit machen? Ich glaube, das geht. Die Pumpe haben wir schon mal. Funktioniert das überhaupt? Oh, Alter, Hilfe! Uhaha. Haha, ihr kleinen Kackbratzen. So, lasst mich mal durch. Ich will hier mal in das Schiff gucken. Oh, guck mal, die haben sogar einen Sitz hier. Wie cool. Aha. Kannst mal sehen, ich könnte damit sogar rumfahren jetzt. So, welchen Gegenstand brauchen wir denn? Ach, wir haben sogar alles. Nice. Kann ich bei denen nicht irgendwie plündern? Ihre Kisten? Was ist das denn hier alles? Holy shit. Wie komplex wird denn das Spiel noch? Haben die kein Lager? Hier, Lager. Oh, ich nehme alles, natürlich, klar. Da kannst du mich für angucken. Ich plünder die. Raffinerie? Produktionsstation? Ach du Heiliger. Hier ist auch nochmal. Ich glaube, wir haben jetzt einen Schrank mitgenommen. Frachtraum. Aha. Der Frachtraum war also unter der Decke. Haben die sich jetzt gerade... Haben die sich jetzt gerade selbst hergestellt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, die haben sich selbst hergestellt, ne? Gut, ich würde sagen, wir düsen erstmal zurück. Das reicht erstmal. Ach, krass. Das ist ja heavy. Können die sich selbst produzieren da in ihren Schiffen? So, wir haben auf jeden Fall einiges gesammelt. Das Inventar ist voll. Und wir haben sogar einen Schrank mit Lagerplätzen. Alter, geil. Feier ich, ja? Ich hoffe, unser Schiff ist noch ganz und heile. Oh nein, ich will nicht runter. Nein! Ich weiß nicht, ob Fallschaden gibt. Ich möchte das auch, ehrlich gesagt, nicht ausprobieren. Wieso nehme ich eigentlich Spitzhacke in Hand? Ich brauche sie doch gar nicht. So. Kann man auch Holz abhacken irgendwie? Braucht man das auch irgendwie? Vielleicht gibt es später eine Axt. Ich weiß es nicht. Sieht aus, als würden wir im Schnee rumlaufen, ne? Oder so ein bisschen wie bei Fallout. Hm. Gut. Ich guck direkt mal nach wegen Reparatur. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, 97, 99, 100. Ja, schön. Reparieren. Mal wegen Reparatur. Geht hier noch was zu reparieren? Nein? Okay. So. Das heißt also, Gegenstände platzieren. Alles ablegen. Bis auf... Okay, es ist alles voll. Das ist natürlich nicht so toll. Kohle geht nicht. Okay. 20 ist maximal. Wir haben noch einen Schrank. Wir könnten theoretischerweise noch einen Schrank irgendwie... platzieren. 35 haben wir im Inventar. Ich weiß nicht, wie platziert man denn den Schrank? Ah, hier. Ach so, okay. Das ist ja krass. Da vielleicht. Hab ich platziert? Ja, nice. Ja, pass auf, dann machen wir das doch mal so. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Kohle... Sortiere ich jetzt erstmal nicht. Ich platziere das erstmal alles da rein.
Nein, was mache ich denn? Nicht alles nehmen. Alles, was wir gerade nicht brauchen, packen wir mal da rein. So. Was müssen wir denn machen als nächstes? Bereite ich auf den Kampf vor? Stocke Munition und Heilspray auf. Nähere dich in Cocktail. Ja. Habe ich Konverter und Pumpe nicht? Doch, habe ich doch, oder? Konverter, Pumpe. So. Klicke die Menütaste, platzieren Gegenstände in der Registrierkarte Drillship. In der Registrierkarte Drillship. Achso, ich nehme mal ein bisschen was raus hier, was wir vielleicht mal woanders platzieren. Vielleicht die Ressourcen, dass wir die vielleicht hier reinpacken oder so. Pass auf, ich mach das mal. Dass wir hier den Ressourcendings haben. Erstmal. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist mir egal. Kohle wird knapp. Wir haben doch Kohle. Den Konverter im Frachtraum. Ist das der Konverter? Startpult. Steuerpult? Nee. Wie platziere ich denn diese Sachen? Den Konverter und so? Pumpe? Konverter. Wie platziere ich denn die Sachen? Klicke auf die Menütaste. Platziere Gegenstände in der Registrierkarte. Aber wo? Einfach hier? Achso. Und die Pumpe. So, das habe ich gemacht. Okay, okay, jetzt habe ich verstanden. Kohle müssen wir sammeln. Ich spreche gleich mal mit dem Kapitän. Ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht auch noch ein bisschen was ablegen kann. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. So, Startpult. Das auch. Das vielleicht auch. Und das... Was ist das hier eigentlich? Frachtraummodul. Frachtraum Stufe 1 dient als kleinerer Frachtraum für das gesamte Drillship. Gegenstände im Frachtraummodul können von anderen Modulen wie Raffinerien, Kraftwerken und Produktionsmodulen genutzt werden. Frachtraummodul muss ausgefahren sein, damit er... Ah, okay. Kann ich das dann platzieren jetzt? Oder wie ist das? Ich weiß gar nicht mehr, wie... Ah, hier Frachtraummodul Stufe... Ah, okay, das kann ich platzieren, wenn ich wollen würde. Hier zum Beispiel. Machen wir das doch mal. Habe ich da... Ich habe... Oh, jetzt habe ich mehr Plätze. Das ist ja nice. Ich muss unbedingt Munition erstellen. Sehe ich gerade. Das wird auch schon knapp. Und Kohle wird knapp. Und. Deswegen würde ich sagen, das machen wir in einer weiteren Folge bei Vulcanoids. Und dann, ja, geht's weiter zur Sache. Denn wir haben noch einiges vor uns. Wir haben einiges zu tun. Und so wie es aussieht... Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein. Kann ich das nicht reparieren? Ah, ich habe das Reparaturtool eingepackt, ne? Das habe ich weggetan, ne? Das muss ich mitnehmen. Wir haben noch einiges zu erledigen. Und dann würde ich sagen, freut euch auf eine weitere Folge, denn das wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, hier bei Vulcanoids. Und dann wahrscheinlich wieder mit Kamera. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.